Jo, meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Simulator Gamer. Heute sind wir im Flight Simulator 2020 und werden ein paar Flight Aktivitäten, Landeherausforderungen machen. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. So, heute fangen wir mal an mit berühmt und werden uns dann durch und durch durcharbeiten. Ich habe hier schon mal so ein bisschen angefangen und einfach mal getestet. Ich fliege diesen Flugsimulator, spiele ich seit Anfang an, das halt seitdem er raus ist, seit dem 18. letzten Jahr. Und ja, genau. Und ich würde sagen, fang an, jetzt hier eine Aktivität zu machen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach an mit der Cessna. Wir landen hier erstmal in check. Okay, gut. Dann let's go. Let's go. Chillig Windows Sound. Okay. So. Alles klar. Dann. Ich hoffe, meine lieben Freunde, die Qualität ist perfekt. Also, ich habe auf meine Hardware sehr gut gesetzt und sie dürfte keine Probleme darstellen. Also, müsste alles perfekt laufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, lassen wir das einmal laden. Ich setze nochmal den Link rein, mit was für einem Joystick ich eben das mache. Das ist der Airbus Flight Stick. Also der Airbus Thrustmaster Flight Stick. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen hier hinten ist die Piste. Und okay, dann fangen wir jetzt hier mal an. Okay. So, wir müssen gucken, wo der Aufsatzpunkt ist. Die Touch. Ah, höher kommen wir nicht. Okay. Da. Haben wir die Flaps aus. Ja, jetzt zieht er natürlich hoch. Ja, Flaps sind cool. Ich kenne mich nämlich hier leider nicht so gut. So. Müssen wir mal ein bisschen langsamer schon werden. So. Barfangelt, check. Okay, sehr gut. Dann gehen wir schon mal mit dem Speed, den Umdrehungen des Propellers runter. Und gucken, wir kommen sehr gut. Jetzt zieht die Maschine ein bisschen. So, hochziehen. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ah, shit. Wir kamen ein bisschen zu spät. Ist aber nicht so schlimm. Wir rollen jetzt einfach hier so gerade. Sehr gut. Rollen noch ein bisschen aus und jetzt bremsen wir mal. Müsste eigentlich ganz gut sein, ja. Okay, sehr gut. Ja, ist echt schon mal fürs Erste echt gut geworden. Okay. Ja, das funktioniert jetzt nicht, weil das Internet weg ist. Okay, würde ich sagen, bringen wir noch mal an.
Okay. Schau mal, wir fahren Landeklappen aus. Oh. Ja, erst reinkommen wir. Müssen wir schon mal wieder runter. Noch langsamer müssen wir werden, ist wichtig. Okay. So. Okay, perfekt. So, hochziehen. Oben bleiben, Küsse. Ja, ging. Ging. Ist okay. War, glaube ich, war sehr gut. Ja. Perfekto. Schönes Bild. Oh. Oh, hohoho, Astrein. Astrein. Perfekt. Okay. Zurück zu den Landeherausforderungen. Und würde sagen, landen wir mal in Rio de Janeiro. Oder ich würde sagen, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Wir landen in Sydney. Mal gucken, wie wir da anfliegen müssen. Ah, okay. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Okay, wir müssen einfach straight geradeaus. So. Jetzt lassen wir die Umgebung kurz laden. So, klub. Hey, der Servus. Okay, nicht wundern, Freunde, warum das jetzt so aussieht. Ich habe den Fly by Wire Airbus. Und ja, das liegt jetzt daran, dass die halt den Standard und das funktioniert halt nicht hier in den Landeherausforderungen, dass das der gleiche ist. Ist ein bisschen blöd, aber es geht schon. So, hier drin können wir eigentlich nichts machen. Wir können eigentlich nur von außen jetzt mal gucken, so ein bisschen die Geschwindigkeit, weil es wurde uns ja alles nicht angezeigt. So. Und Discord, sag ich schon. Xbox, Alter. Dieses Pad, jetzt muss ich mal wegmachen. So. So, okay. Landing. Gear ist down. Also Gear praktisch, also ne Fahrwerk. Oh shit. Oh shit, so. Das kommt. Zieht ein bisschen Wind. Habe ich so das Gefühl. So. Check. Ah. War nicht so gut. War eher gesagt schlecht, diese Landung. So.
So, let's go. Ja, gut, das war's. Ja, beste Punkte. Ja, da war ich ein bisschen besser schon. Aber ich würde sagen, es ist okay. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich auch schon sagen, war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Haut rein, euer Simulatoren-Gamer und ciao, ciao.